Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute mal ein ganz anderes Video als sonst. Ihr seht schon am Titel, ein Deutschlehrer empfiehlt. Und was er uns empfiehlt, warum wir an den Deutschlehrer gekommen sind, wieso, weshalb, warum, was für Bücher er uns empfiehlt, das seht ihr jetzt im neuen Video. Ja, wie kommen wir an den Deutschlehrer? Wie kommen wir an den Deutschlehrer und warum empfiehlt er uns einfach irgendwas? Genau. Ja, mein Bruder, mein Kleiner, ich habe ja zwei Brüder und die sind beide sehr bewandert, was die Literatur angeht. Der eine ist Historiker und mein jüngster Bruder ist tatsächlich Deutschlehrer geworden. Und jetzt bin ich ja so in meine Klassikerliebe gekommen in letzter Zeit und habe mich immer mehr so ein bisschen orientiert, was für Bücher ich vielleicht noch gerne jetzt lesen möchte, da ich gemerkt habe, dass mir das mittlerweile schon Spaß macht. Und dann habe ich natürlich, weil wie kommt man einfacher daran, als seinen Bruder den Deutschlehrer zu fragen? Sag mal, wie sieht es aus, Nils, so heißt mein Bruder, könntest du mir nicht mal sagen, welche Bücher müsste man deiner Meinung nach gelesen haben? Welche Klassiker? Welche Klassiker? Aha. Genau. Entschuldigung. Nicht welche Bücher, sondern welche Klassiker sollte man in seinem Leben gelesen haben? Und ich habe mir selber eh schon ein paar Bücher natürlich aufgeschrieben. Es sind jetzt natürlich auch nicht alle Bücher dabei, die man als Klassikerliebhaber wahrscheinlich gelesen haben sollte. Aber halt, was mein Bruder mir aufgeschrieben hat, was er mir empfiehlt. Und ich hatte das mal unter einem Video von, ich glaube, Sarah von Alice im Bücherland erwähnt. Ja, ich meine, und da hat eine andere Zuschauerin direkt drunter geschrieben, oh, mach ein Video, kannst du das mal machen? Und Anja fand es halt auch interessant. Und da haben wir gedacht, dann besprechen wir das mal kurz. Kurz. Ich glaube, so kurz wird es nicht. Also, wir zeigen euch mal kurz die Liste. Es wird ein Klassiker-Video und es sind halt die Anregungen meines Bruders. Und ich versuche die wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten abzuarbeiten. Genau. Ja, er hat da so eine kleine Zeiteinteilung gemacht. Die sollen wir bitte nicht zu streng nehmen, weil das immer schwierig manchmal ist, Werke zuzuordnen. Anja hat das ja wunderbar auch noch mit aber ob die so stimmen, da gibt es ja mal Daten. So von deswegen, also ich habe nicht unbedingt immer Daten, aber naja, wir gucken mal einfach. Wir fangen mit der Antike an, nämlich von Homer, der Ilias. Und mit Homer begann ja die europäische Literatur, genauer gesagt mit der Ilias. Aha. Und in 15.500 packenden Versen erzählt dieses unvergängliche Menschheitsepos vom Groll des Achilleus und dem Krieg um Troja. Ausgelöst von Paris' Raub der Helena, der schönsten aller Frauen, herrscht ein jahrelanger Krieg zwischen den Griechen und den Bewohnern Trojas. Und in dramatischen Einzelszenen trifft Mann auf Mann, wird um das Leben von Freunden gekämpft und um Angehörige getrauert. Zusätzlich befeuert das grausame Gemetzel vom persönlichen Krieg des Griechen Achilleus gegen seinen Heerführer Agamemnon. Hat man alles schon mal gehört? Ja. Ja, ich habe das aber nicht gelesen. Ich sag ja, also, und dann werden die Götter damit reingezogen und dann bittet er die um Rache und dann sollen die, ne, dann, ja, das ist halt wirklich krass. Eine dramatische Erzählung in unvergesslichen 24 Gesängen. Ich habe es noch nicht gelesen. Nee, ich auch nicht. Also es gibt jetzt ein paar Bücher, die wir auch schon gelesen haben. Ja, tatsächlich. Aber, ich war auch ganz froh, dass da was dabei war, was ich schon gelesen habe. Das ist jetzt so die Antike. Also da kenne ich mich überhaupt nicht mit aus. Nope, also ich auch nicht. Bin gespannt. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zur Epoche Mittelalter, Barock etc. Genau, und da landen wir natürlich direkt bei dem Nibelungenlied. Da gibt es auch gar keinen Autor in dem Sinne, weil das natürlich so eine, wie so eine Sage ist, die immer weitergegeben wurde von den Menschen, von Mund-zu-Mund-Propaganda, so nach dem Motto. Ja. 1200 datiert man das ungefähr. Und es geht darin um den berühmten Siegfried, den Drachentöter.
und Hagen von Droni, der den Schatz der Nibelungen im Rhein bei Worms versenkt hat. Das hat man ja auch alles schon mal gehört, ne? Aber tatsächlich gelesen habe ich dieses Stück noch nicht. Nee, ich auch nicht. Es ist halt tatsächlich ein Eldenepos der literarischen Aufarbeitung vom Untergang des Königreichs Burgund. Aber ich habe tatsächlich noch nichts davon gelesen. Burgund, ja. Ja. Spannend. Spannend, sagt euch. Ja, so sieht's aus. Ja. Weiter geht es mit Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quixote. Und das ist ja ein Werk, das mit grandiosem Einfallsreichtum erzählt wird, nämlich von den Abenteuern des verarmten Adligen, der in einer Traumwelt vergangener Ritterzeiten lebt. Und sein treuster Waffenträger Sancho Panza. Sancho auch, ne? Ja. Ähnlich wie Goethes Faust für die Deutschen ist Don Quixote für die Spanier zum Sinnbild eines nationalen Genius geworden. Und die Sympathie des Erzählers für seine Figuren und sein liebevoll ironischer Ton machen Don Quixote zum wunderbarsten Anti-Helden der Welt. Das ist doch der gegen die Windmühlen kämpft. Ja, ja, der kämpft gegen die Windmühlen. Und sein Pferd ist ein Esel. Ja, ja. Ja. Ich war mal in Madrid und da gibt es so eine Don Quixote-Statue. Ja, da gibt es so eine Statue. Da war ich mal. Genau. Ja, guck, habe ich auch nicht gelesen. Ja, und dann kommen wir auch schon zu William Shakespeare. Zu, ihr könnt es raten, sein oder nicht. Oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Genau. Das kennt jeder, ne? Ja, genau. Gelesen habe ich es nicht. Ich auch nicht. Hier geht es halt um den Tod, um die Vergänglichkeit und da fragt sich halt Prinz Hamlet nach dem Sinn des Lebens. Und die Geschichte eines unglücklichen Helden, der nach dem Mord an seinem Vater auch Frache sind und dabei alle ins Verderben stürzt. Das wurde 1602 uraufgeführt. Und das war das meistgespielte Theaterstück der Welt. Schon krass. Ja, Wahnsinn, ne? Hammer, ne? Krass, oder? Krass, Sikowski. Ja, habe ich aber auch noch nicht gelesen, tatsächlich. Ja. Aber das würde ich auf meine Liste packen, tatsächlich. Ich auch, auf jeden Fall. Ja, würde draufstehen. Mhm. Dann kommt natürlich auch noch Romeo und Julia von William Shakespeare dazu. Gelesen. Und das ist neben Hamlet die bekannteste und beliebteste Tragödie, die Shakespeare hier geschrieben hat. Ja. Und ja, was soll man sagen, Romeo und Julia, die tragisch Verliebten, gehören zwei verfeindeten Familien an, den Montagues und den Capulets. Und die verhindern, dass die beiden sich lieben dürfen. Und ja, heimlich lassen sie sich trauen. Und ja, um der vom Vater geplanten Hochzeit mit einem Dritten zu entgehen, trinkt Julia einen Betäubungstrank, der sie für 40 Stunden in den todesähnlichen Schlaf versetzt. Wieso nicht 38? Und Romeo findet sie und bringt sich um. Und dann erwacht Julia. Und dann bringt sie sich um. Jetzt haben wir euch die gesamte Geschichte gespoilert. Ja. Der ist noch nicht kannte. Jetzt wisst ihr Bescheid. Mein Sohn liest es jetzt übrigens im Deutschunterricht. In der 8. Klasse. Sehr gut. Tatsächlich. Das habe ich total gerne in der Schule gelesen, das weiß ich noch. Ich habe es nicht gelesen. Nee, ich muss es auch noch lesen. Ich habe auch Bock darauf. Ja, absolut. Ja. Ich mochte es gerne. Dann kommen wir jetzt zur Epoche Aufklärung, Sturm und Drang und die Klassik. Sturm und Drang. Und wer gehört da rein? Natürlich. 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 Johann Wolfgang von Goethe. Auf jeden Fall. Und den durfte ich auch schon in sein. Also nicht ihn persönlich, sondern ich durfte das Geburtshaus. Das wäre aber toll. Das wäre geil gewesen. Ja. Das Geburtshaus von ihm besuchen in Weimar. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt. Wirklich der Sessel, wo er drin gesessen hat, ja, vor dem Sessel stand. Ich fand das total. Es beeindruckt. Total beeindruckt. Ich war aber auch in dem Goethe-Haus. Ja? In Weimar. Nicht in Weimar. Es gibt noch. Ja, der ist ja anders. Ja, bestimmt. Der ist ja viel rumgefahren. Ich bin irgendwo anders auch im Goethehaus gewesen. Naja. Das war echt toll. Und ich stelle euch jetzt hier Wahlverwandtschaften vor. Das habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Nee, 1809 ist das entstanden und jetzt hört sich sehr lustig an. Und da geht es nämlich um Eduard und seine Jugendliebe Charlotte, die jetzt in zweiter Ehe glücklich auf dem Landgut leben. Und um den Hauptmann Otto. Und um Charlottes Freundin Ottilie. Und die kommt irgendwie zusammen. Hört sich schon geil an. Ne? Und dann so New Edit. Genau das. Das ist das New Edit von früher. 1809. Eduard entflammt nämlich die Liebe zu Ottilie. Und Charlotte fühlt sich unwiderstehlich zu Otto hingezogen. Ein
ein verquirlendes Menage in Kakos oder wie das heißt. Es ist einfach unfassbar. Und es ist natürlich eine unheilvolle Konstellation. Das Unglück ist vorhergesagt. Es ist Wahnsinn. 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 Und ich habe schon gedacht, es ist bestimmt auch echt lustig geschrieben. Ja, kann ich mir vorstellen. Das hört sich gut an. Man will natürlich so gesellschaftlich, ja, man will natürlich gesellschaftlichen Konventionen so ein bisschen oben mal drauf drücken, ja, und kritisch beleuchten. Also das ist auch, das kommt auch auf meine Liste. Ja, definitiv. Ja, dann haben wir von Goethe auch noch Faust natürlich dabei. Das hast du gelesen, ja, ne? Ja, gelesen und geliebt. Ich tatsächlich, ja, auch nicht. Also die Arbeit an seinem Faust hat Goethe ja von den Anfängen des Urfaust im Jahre 1772 bis zur Vollendung des zweiten Teils ein Jahr vor seinem Tode sein, ja, Leben lang beschäftigt. Ja. Hat er sein Lebenswerk geschrieben. Ja, das Schicksal Faust, der aus unersättlichem Wissensdrang einen Pakt mit dem Teufel schließt, wird zum Gegenstand eines metaphysischen Welthandels zwischen dem an die irrende, aber gute Menschheit glaubenden Gottvater und Mephistopheles, der Verkörperung des Bösen. Ja. Ja, in diesem Werk spiegeln sich alle Stufen von Goethes Entwicklung, von Sturm und Drang der Jugend über die Klassik der Reifezeit bis zum großartigen späten Stil, ja, Goethes wieder. Hast du denn die komplette? Also ich blicke da, ich ja bei Faust 1 und Faust 2 haben wir gelesen. Ah, okay, und das ist dann. Ja, ich glaube schon. Ja. Also belehrt mich eines Besseren. Ich habe nur Faust 1 und Faust 2 gelesen. Ja, ja. Und das hatte ich auch beeindruckt. Ich fand es richtig, richtig, ja, toll. Also ich habe das super gern gelesen. Ich wollte auch meine Abiturklausur bei Faust haben. Alle haben gesagt, bist du wahnsinnig. Ich so, nee, ich hätte es gerne. Ich hätte es gerne. Ja. Und gab es nicht. Schade. Schade. Naja. So, dann gibt es noch den anderen etwas bekannteren Autoren. Den besten Kumpel von Goethe. Das ist nämlich der Friedrich Schiller. Genau, der beste Kumpel von Goethe war nämlich der Friedrich Schiller. Die haben oft mal einen zusammen gebechert, ich sage es euch. Und der hat so 1781, ich sag mal so roundabout, weil die schreiben ja da ein bisschen länger mal dran, ne? Ja, ja. Die Räuber geschrieben. Habe ich tatsächlich nicht gelesen. Und das ist auch ein Theaterstück. Das ist ja ganz oft, dass das alles Theaterstücke waren. Ja, ja, klar, früher, ne? Früher auch. Genau. Und das wurde halt 1782 in Mannheim uraufgeführt, falls euch das interessiert. Und ja, das war halt geprägt von Chaos. Ich glaube, dass das sogar, war das nicht, dass es sogar verboten wurde, das Stück? Ich muss gerade sagen, das war eine Zeit lang, dass es auch echt verboten wurde, weil in diesem Stück macht Schiller sich halt über Nacht berühmt. Er trug in den Ruf eines deutschen Shakespeares ein und die kraftvollste Hervorbringung des Sturm und Drangs. Bis heute bewegt das Publikum die Auflehnung des jungen Rebellen, ja, Franz Mohr gegen Vater, Bruder und Weltordnung. Das war schon so eine kleine Revoluzzer, der Herr Schiller. Ja, Revoluzzer. Revoluzzer. Habe ich aber tatsächlich auch nicht gelesen. Ja, habe ich auch nicht. Würde ich aber mir auch mal angucken, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Und von Friedrich Schiller. Schiller. Wer kennt ihn nicht? Friedrich Schiller, Wilhelm Tell. Ich habe das jetzt eben zusammengefasst. Ja, ja, und Wilhelm Tell ist das letzte vollendete Drama von Schiller und bringt eine Utopie auf die Bühne. Ja. Das finde ich ja auch ein Theaterstück. Die Versöhnung der Interessen des Einzelnen und der Gesellschaft. Ja. Den historischen Hintergrund bildet der Schweizer Unabhängigkeitskampf gegen Habsburg im 13. Jahrhundert, aus dessen Umkreis die berühmte Tell-Sage stammt. Genau. Wilhelm Tell weigert sich, die Vorherrschaft der Habsburger anzuerkennen, sieht sich aber vor allem als Einzelkämpfer, der nun in bestimmten Situationen für die Sache der Allgemeinheit auftritt. Erst nach der legendären Apfelschuss-Szene, die wir ja alle kennen, und der seiner darauf folgenden Inhaftierung und Flucht setzt sich Tell über seinen persönlichen Rachefeldzug hinaus für ein selbstbestimmtes Leben der Schweizer ein. Also es ist so dieses, nicht nur für sich einstehen, sondern für andere, aber wie so der Weg dahin ist. Genau. Ne? Also, ja, Wahnsinn. Ich habe Wilhelm Tell nicht gelesen. Wilhelm Tell habe ich auch nicht gelesen, habe ich nur kennengelernt durch diese Kinderklassiker-Ausgaben. Dadurch habe ich das kennengelernt, habe das gelesen und dachte so, oh, das ist eine tolle Geschichte. Ja. Aber das ist schon verkürzt auch in den Kindern. Ja, ja, das ist halt schon. Also die. Zeigst du doch jetzt mal, wenn soll ich nochmal zeigen? Genau, das ist nämlich hier so eine Kindermann-Ausgabe von Klassikern. Das ist halt Weltliteratur für Kinder aufgearbeitet. Und ich kann euch das echt total empfehlen. Ich bin totaler Fan, ich will die alle haben. Und das ist jetzt hier Wilhelm Tell. Und das ist halt dann schon so als Geschichte erzählt für die Kinder. Das ist jetzt nicht diese alte Sprache, die man halt früher hatte. Aber zwischendurch hast du dann so kursiv gedruckt. Und das ist dann aus dem Originalwerk. Ich weiß nicht, ob man das sieht.
das dann so kursiv gedruckt ist, dann ist das aus dem Original. Aus dem Original. Ja, mit eingebettet auch in eine Sprache, die halt Kinder auch verstehen. Und mein Sohn fand das Buch zum Beispiel richtig gut. Ja. Ja. Deswegen kann ich die echt empfehlen. Absolut. Für die Kinder gibt es das auch. Gibt es das auch. Genau. Ja. Wenn sie mal später dann in der Schule lesen müssen, haben sie schon mal so eine Idee, um was es geht. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Genau. Dann bist du jetzt dran. Bin nicht? Ich noch dran? Genau. Oh ja. Das habe ich auch in der Schule gelesen. Ich fand es grandios. Das ist von Gottfried Ebrahim Lessing, Nathan der Weise. Ich glaube, ich habe Emilia Galotti von ihm gelesen. Kann das sein? Ist das Lessing? Oh, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Ich meine schon. Meinst du schon? Google doch mal parallel. Ich erzähle ein bisschen. Das ist von 1779 und man kennt das in der Schule als die berühmte Ringparabel. Das sagt man ja, ja immer. Und das spielt nämlich hier so in Jerusalem zu Zeiten der Kreuzzüge. Und es treffen hier die drei Weltreligionen aufeinander. Das Christentum, das Judentum und der Islam. Und Nathan der Weise ist so das Zentrum dieser drei Weltreligionen, um die es sich dreht. Er ist halt ein sehr weiser Mann, wie der Name schon sagt. Denn seine Tochter, er ist auf Reisen und als er wiederkommt, erfährt er, dass das Haus niedergebrannt ist. Und seine Tochter wurde von einem Kreuztempelritter gerettet. Und der wiederum wurde vorher begnadigt von dem Sultan. Und das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und im Endeffekt geht es halt wirklich darum, dass es gibt nicht den einen Glauben, es gibt nicht die eine Religion, sondern es gibt die Menschen, die verschiedenen Glaubens haben und die auch viel miteinander leben können. Und das hat mich damals total beeindruckt, dieses Buch, weil das ist aktuell wie eh und je. Das hätte ich, glaube ich, ein bisschen lieber gelesen als Emilia Galotti. Emilia Galotti, das habe ich tatsächlich auch nicht gelesen. Emilia Galotti. Ich weiß gerade nicht mehr, worum es geht. Ja, aber ich glaube, das hätte dich auch eher begeistert. Ja, ich glaube auch. Ja. Na ja, gut. Ja. Ja, kommen wir jetzt zum Epochenwechsel. Vormärz, Romantik, Realismus und Fin de Siècle. Fin de Siècle. So. Ist ja französisch. Ich würde sagen, das Ende des Kreises. Ah ja, stimmt. Sehr Fond gut, Anja. Siècle. Mein Gott, bist du bewandert. Und dann kommen wir zu einem Buch, was ich sehr gemocht habe in der Schule, nämlich von Georg Büchner-Woyzeck. Ich glaube, das haben wir beide gelesen. Das haben wir beide gelesen. Tatsächlich. Und in Woyzeck zeigt Georg Büchner die gesellschaftlichen Hintergründe eines Mordes aus Eifersucht. Das ist ja so ein unvollendetes Vormärzdrama, das auf echten Kriminalfällen beruht und entstand zwischen 1836 und 1837. Der einfache Soldat Franz Woyzeck lebt am Rande einer übermächtigen Gesellschaft. Gedemütigt, missbraucht und von seiner Freundin betrogen, verfällt er zunehmend dem Wahnsinn. Stimmt, ständige Demütigung und Entbehrung treiben den einfachen Soldaten an physische und psychische Grenzen. Er begeht eine ziemlich grausame Tat. Und dieses erschütternde Drama gehört zu den einflussreichsten Bühnenstücken der deutschen Literatur und wurde damals auch verfilmt. Okay. Wohl sehr populär zu der damaligen Zeit von Werner Herzog mit Klaus Kinski. Ach krass. Der hat Woyzeck. Stimmt, doch, das kennt man. Das haben meine Eltern nämlich dann auch also immer mal erzählt. Doch, ich glaube, das muss ein sehr großes Echo gehabt haben damals. Ne? Das stimmt. Und aufgrund seines frühen Todes konnte Georg Büchner die Arbeit am Woyzeck nie fertigstellen, tatsächlich. Krass. Da eine Nummerierung fehlt bei den Szenen, ist unklar, in welcher Reihenfolge er die Szenen selber anordnen wollte. Ach krass. Das fragmentarische Stück zählt zu den meistgespielten und einflussreichsten Dramen der deutschen Literatur. Wahnsinn. Er gründete übrigens, also Georg Büchner, weil das fand ich auch so spannend in der Recherche noch, dass er 1834 die Geheime Gesellschaft für Menschenrechte gründete und verfasste zusammen mit Ludwig Weidig, einem führenden Oppositionellen, die Flugschrift Hessischer Landbote. Aha. Damit riefen sie die hessische Landbevölkerung zur Revolution gegen die Unterdrückung auf. Ah. Also er war selber auch so ein Revoluzzer, der sich aufgelehnt hat, was getan hat dafür. Ne? Und er selber erkrankte dann an Typhus und starb dann ziemlich kurz darauf. Okay. Also ich finde, das hat mich auch sehr beeindruckt, dieses Buch. Doch, das stimmt. Das würde ich auch gerne noch erleben. Das habe ich auch als Theaterstück, glaube ich, zweimal schon gesehen und fand es richtig immer grandios. Ne? Das ist richtig gut. Genau. Dann kommen wir zu Josef von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts. Das habe ich auch gelesen. Genau. Aber ich kann mich nicht mehr ganz so dran erinnern. Also, doch, wo wir so die Zusammenfassung gemacht haben, da habe ich dann gedacht, ah doch, da kann ich mich doch dran erinnern.
Der alte Glückspilz. Der alte Glückspilz. Das ist nämlich der Taugenich, ist nämlich der Sohn eines Müllers. Und der ist durch und durch ein Romantiker und denkt so, alles fällt ihm zu. Und sein Vater denkt sich so, ne, jetzt erst recht. Bürschchen. Bürschchen, zu jedem nicht, raus. Und schmeißt ihn halt raus vor die Tür. Er hat nichts mit. Er hat nur sich selbst, ja, hat seine Klamotten am Leib und das war's. Und aber er schafft es trotzdem. Das ist halt das Unfassbare, dass er für sich selbst macht. Er zieht mit der Geige durchs Land und macht da Musik. Musik. Ja, und er schafft es ja dann tatsächlich auch, dass er da mit seiner Geige durchs Land zieht und dann es wirklich schafft, am Schloss auch noch anzukommen, sich in die adligen Kreise hinein zu manövrieren. Unfassbar. Wahnsinn, ne? Ja. Das ist so ein, ja. Wie so ein Hans im Glück. Ja, es fällt ihm so ein bisschen so zu. Es fällt ihm, ne, ein bisschen, ja, zu. Also er lernt nicht wirklich was drauf. Ja, dann kommen wir zu Ludwig Tieck, der blonde Eckbert. Da kenne ich ihn selber nicht. Habe ich noch nicht gehört. Nein. Genau, das ist nämlich ein Kunstmärchen der Frühromantik. Und das erschien erstmals 1797 in einer von Tieck selbst herausgegebenen Sammlung mit dem Titel Volksmärchen. Und Tiecks klassische Schauermärchen, dieses ist der blonde Eckbert, ja, ist ein klassisches Schauermärchen. Das handelt von einem Ehepaar, welches in einer Nacht einem Freund die Geschichte der Gattin erzählt und Stück für Stück offenbart sich ein sehr dunkles Geheimnis. Das ist so ein richtiges Grusle, so Gruselmärchen, was heute so bei Festa erscheinen würde oder so. Genau. Ja. Nicht schlecht, oder? Nee, schlecht. Ja, von einer Schauergeschichte zur nächsten, das kann nämlich der nächste Autor auch, das ist nämlich der E.T.A. Hoffmann. Das ist nämlich das Werk Die Elixiere des Teufels von 1816. Das ist nämlich eine schaurige Geschichte der schwarzen Romantik, so wird es bezeichnet. Genau. Der Kapuzinermönch Medardus beschreibt in seiner Lebensbeichte, wie undurchsichtige Verwandtschaftsbeziehungen, unheimliche Wiederbegegnungen, Doppelgänger, Wahn und Mord sein Leben langsam aus den Fugen geraten. Dieses hört sich irgendwie auch total spannend an. Spannend, ne? Ja, wäre auch so ein fester Fall auch immer. Richtig. Ich habe nämlich jetzt als nächstes Der Sandmann. Der schließt sich da so ein bisschen an. Ja, ist auch von ihm. Ja, Hoffmann. Da geht es ja um Traumwirr, Wahnsinn und die dämonische Faszination der Liebe. Aha. Und in dieser berühmten Erzählung wird der Student Nathanael unter dem Einfluss erschütternder Kindheitserinnerungen verrückt und verfällt einer Frau, die jedoch kein Mensch ist. Schaurig schön poetisiert Hoffmann die innere Zerrissenheit seines Protagonisten zwischen Realität und Fantasie. Ein Meisterwerk der schwarzen Romantik, wo wir es wieder haben. Ja, und der Sandmann steht in Verruf, sag ich jetzt mal, in Verruf, der erste Psychothriller der Weltliteratur gewesen zu sein, der mit albtraumartigen Bildern wie dem vom Sandmann, der den Kindern nachts die Augen ausreißt, eine Brücke zu Filmregisseuren wie Alfred Hitchcock oder David Lynch schlägt. Ja, krass. Das gesamte Genre wäre ohne Hoffmanns Erzählungen kaum denkbar, da als einer der ersten radikal die Grenzen zwischen Einbildung und Wirklichkeit, Normalität und Wahnsinn aufgelöst hat. Nicht zufällig spielt der Sandmann denn auch bereits bei Sigmund Freud eine große Rolle in dessen berühmten Essay über das Unheimliche. Ja, der hat ja so mit Traumdeutung, ja, auch und so. Deswegen, genau. Also, guck das mal an. Sehr schaurig. Schaurig, schaurig. Schaurig, schaurig. Ja, so ein bisschen passt jetzt auch das nächste Werk rein von Oscar Wilde, Das Bildnis des Dorian Gray. Ja. Habe ich ja ganz aktuell gerade gelesen. Ja, hast du gehört. Oder gehört, nicht gelesen, richtig. Ja. Das war ja der Fehler. Das war ja der Fehler, den du vielleicht gemacht hast. Ja, ich glaube schon. Man weiß es nicht. Ich sollte es lesen. 1890 ist das entstanden. Und da geht es ja auch darum, dass ein Maler den Dorian Gray malt. Das ist ein sehr, sehr schöner Mann. Und Dorian Gray sieht sich das an und denkt so, oh Gott, ich altere, aber das Bild nicht und ich werde nie mehr so aussehen wie darauf. Und dann geht das auch in so ein Schaurige über, weil das Bildnis dann auf einmal altert und weil er auch seine dunkle Seite so nach außen kehrt und er dann ganz komische Sachen macht. Das müsst ihr selber lesen. aber das ist so wirklich auch so ein Buch, wo ich denke, ich muss es definitiv, ich möchte dem noch eine Chance geben. Ja. Das hört sich eigentlich echt alles, ja, an, wo ich das jetzt, wo wir das so erarbeitet haben, das hört sich alles so gut an irgendwie. Also da will ich es auf jeden Fall, bin ich mir sicher, das wird nochmal gemacht. Ja. Ja, dann hat mein Bruder noch
von Lewis Carroll Alice im Wunderland aufgeschrieben auf die Liste. Das ist natürlich eines der beliebtesten Bücher der englischen Literatur, dank dieser meisterlichen Verbindung zwischen Märchen und Traum und der Humor. Aber auch so gesellschaftlich. Ja, genau. Genau. Ja, ist gut. Im Wunderland, in das Alice durch einen Kaninchenbau gelangt, gelten eigene Gesetze. Hier wirkt Logik anders. Hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und mit den exzentrischen Figuren und unvergesslichen Szenen kommentiert Lewis Carroll Zwänge und Reglements unserer Welt. Aha. Sein Roman hat Künstler wie Salvador Dali und James Joyce bezaubert und inspiriert große Literatur für Kinder und die Kinder in uns. Ja. Ja, weil ich meine, ich war mir gar nicht bewusst, wie alt das ist. Es ist schon echt alt. Das ist und es ist auch wirklich, man, hört man ja hier auf BookTube auch immer noch, ja. Ne? Dass viele sagen, das ist mein Lieblingsbuch. Und ja. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Ich habe es auch noch nicht gelesen. Naja. Naja. Es steht drauf. Es steht auf der Liste. Genauso wie Gottfried Keller, Kleider machen Leute von 1874. Auch das habe ich nicht gelesen. Das ist nämlich eine der populärsten Erzählungen von Keller aus einem Ort, den ich nicht so gut aussprechen kann. Seldwyla stammt nämlich der romantisch veranlagte arbeitslose Schneidergeselle Wenzel Strapinski und durch ein Missverständnis, das aufzuklären, er den Mut nicht findet, wird er in der Nachbarschaft eines kostbaren Mantels, es kommt er irgendwie dran und dann wird er als ein Adliger angesehen, so habe ich das verstanden. Als ob er ein reicher polnischer Graf wäre. Die Amtstochter Nettchen erblickt in ihm den Mann ihrer Träume und natürlich verliebt sie sich in ihn. Die Verlobungsfeier bringt die Wahrheit ans Licht und Wenzel flieht in die Nacht hinaus. Nettchen aber steht zu ihm und erkennt die Aufrichtigkeit seiner Liebe. Oh. Das hört sich, auch gut an. Ne? Finde ich auch. Ja. Kommen wir noch zu einem Buch, was ja, noch nicht so alt ist, nämlich von Salman Rushdie, die satanischen Verse. Das hat mein Bruder auch in diese Epoche quasi noch eingeordnet. Über der englischen Küste wird ein Flugzeug in die Luft gesprengt. Die einzigen Überlebenden sind Gibril Farishta und Saladin Chamcha, zwei indische Schauspieler, die durch ein Wunder unversehrt bleiben. Danach geschehen seltsame Dinge mit ihnen. Gibril zeigt immer mehr Ähnlichkeit mit dem Erzengel Gabriel, während sich Saladin, der stets seine Herkunft verleugnete, zu einem Abbild des Teufels entwickelt. Und das ist erst der Beginn einer überwältigenden Odyssee zwischen Gut und Böse, zwischen Fantasie und Realität. Man merkt, da ist alles so was nicht so ganz. Ja. Fantasie und Realität wird überall in diesem Bücher, die jetzt auch davor kamen, genau. Das verschwimmt. Das verschwimmt jetzt. Ne? Und das spannend. Ist halt eins ja. dieser neueren Werke, ja. die er jetzt, das ist ja jetzt ja kein Klassiker, aber wo er sagt, das gehört für mich nicht dazu. Da rein. Ja. Also mein Bruder. Ja. Ne? Ja. Genau. Gut. Deswegen kommen wir jetzt zu Expressionismus, neue Sachlichkeit und Impressionismus. Und, darf so weiter. Da darf natürlich einer nicht fehlen, das ist der Franz Kafka, den ich Fall. Wirklich zur Abiturzeit, also zur Deutsch-LK-Zeit sehr gemocht habe. Ich habe alle seine Werke auf dem E-Book-Reader und ich muss die dringend lesen. Weil ich wissen möchte, ob der mich immer noch so begeistert. Ja. Genau, und zwar starte ich jetzt mit Die Verwandlung aus 1912. Das hast du gelesen, ne? Ja, Entschuldigung. Habe ich gelesen, genau. Das ist der Gregor Samsa, der eines Morgens aufwacht. Er wohnt sehr ärmlich, aber er wacht eines Morgens auf, hebt den Kopf und stellt fest, dass er nicht mehr der ist, der er mal war, sondern er ist ein ungeheures, verwandeltes Ungeziefer mit langen, ekelhaften Beinen behaart und liegt er da panzerartig auf dem Rücken und kann sich nicht bewegen. Den Kopf kann er wenig hin und her wiegen, aber das war's. Und diese Art, wie der das erzählt, das hat mich damals total beeindruckt, das ja, weiß ich noch. Ja. Das fand ich richtig beeindruckend und was man da hinein interpretieren kann, das ist ja bei Kafka ganz viel. Der spielt ja ganz viel mit Bildern, viele düstere und schaurige Bilder, aber es hat immer einen gesellschaftlichen Kontext und es hat immer, also es ist einfach super. Ich fand es damals grandios. Ja, stimmt. Ja. Ja, jetzt kommen wir zu Der Prozess von Kafka. Ja. Das habe ich auch gelesen. Ja. Ich muss sagen, dass ich damals nicht so, also ich weiß nicht, ich muss glaube ich einige, mal lesen. Prozess fanden einige super langartig. Ja, es war auch langartig. Du bist aber, ja ewig viele Treppen. Ja, genau. Aber ich muss es glaube ich noch mal ja. lesen. Ich könnte auch sein, dass ich es heute anders sehen würde. Ja. Ne? Ja.
Ja, es beginnt damit mit dem Satz, jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. So beginnt nämlich die Geschichte, ja, des Josef K., dem an seinem 30. Geburtstag von einer mysteriösen Behörde der Prozess gemacht wird. Mhm. Und je mehr der Bankbeamte seine Unschuld verteidigen will, umso tiefer sinkt er ins Gestrüpp undurchschaubarer Gesetze und menschlicher Verwirrungen. Josef K. muss schließlich erkennen, dass der Sinn dieser großen Organisation, dieser korrupten Bande, der Sinn dieses geheimnisvollen Prozesses die Sinnlosigkeit ist. Genau. Ja, und das ist halt natürlich auch eins der großen Weltliteraturwerke. Und die Bedeutung für das 20. Jahrhundert ist natürlich immens gewesen, weil das zeigen sollte, dass man sich selber diesen Prozess macht, ja, und den auch verliert, ja, weil man nicht, aber auch von außen, weil man unschuldig trotzdem schuldig ist, ja, also so, ne? Es hat mich auch total beeindruckt, das Buch damals. Aber das ist wirklich, ja, auch ein sehr umfassendes, ja, Werk. Ja, total. Also ich muss das nochmal lesen. Ja, ich will das ja auch nochmal lesen. So, jetzt kommt das Lieblingsding von Anja, was mein Bruder auf die Liste gesetzt hat. Also Nils, falls du dieses Video gucken möchtest, gucken sollen, tun, wie auch immer, wir uns irgendwann mal wieder begegnen, wenn Corona vorbei ist, möchte ich mit dir dieses Buch besprechen. Ist es ein Buch aber oder ist es nur so ein Stück? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Auch so. Es ist, also, ich fange mal an. Ja. Es handelt sich hierbei um das Werk von Gottfried Benn, Gehirne, von 1916. Noch nie was von gehört. Und dann habe ich das versucht, irgendwie zu googeln, was da so geht. Habe jetzt so gar nicht so richtig eine Textbeschreibung gefunden, nur so Interpretationsansätze. Und ich habe mir das durchgelesen. So, what? Was ist da los? Ich sage immer, was ich gefunden habe. Ein junger Arzt namens Rönne, der sitzt nämlich im Zug. Das ist im Sommer später. Und mit dem Zug fährt er zu einer Lungenheilanstalt, um dort den hiesigen Chefarzt zu vertreten. Der arbeitet sonst aber in der Pathologie der Rönne. So. Ist auch schon so geil. Als er dann dort ankommt, lässt er aber eigentlich die Schwestern die ganze Arbeit machen. Das Einzige, was er macht, ist, dass er Patienten, die unheilbar krank sind, mit Genesungswünschen nach Hause zu entlassen. Auch schon geil. Irgendwann wird auf diesem Ort oder in diesem Ort geschlachtet und da kommt er in Kontakt mit Gehirn und ab dem Zeitpunkt ist er arbeitsunfähig, weil er dieses Gehirn nicht begreifen kann. Leute, ich würde gerne, vielleicht habe ich auch was Falsches als gefunden im Netz, Nils. Ja, aber wahrscheinlich kann man da total viel interpretieren. Wahrscheinlich. Das ist ja das, was Deutschlehrer sehr gern machen. Ja, Interpretation. Ja, ich bin, ich bin schon neugierig drauf. Ja, so ist es nicht. Ja. Gehirne von Gottfried Benn. Jetzt kommt von Ernst Toller Masse Mensch. Masse Mensch. Hört sich auch schon so geil an. Masse Mensch. Das ist ein expressionistisches Theaterstück, das in der ersten Fassung unter dem Titel Masse 1920 uraufgeführt wurde. Okay. Und das untersucht den Hintergrund des Scheiterns utopischer Entwürfe, wie etwa der deutschen Revolution nach dem Ersten Weltkrieg. Ah, okay. Stellt dabei die Frage nach der Legitimation von Gewalt und der Schuld des politisch Handelnden und thematisiert den Konflikt zwischen den revolutionären Forderungen der aufgestachelten Masse, okay, und dem Gewissen des Einzelnen. Das hört sich auch schon wieder gut an. Das ist wieder so. Ja. Das würde mich jetzt mit der Masse und was der Einzelne damit macht. Ich finde es halt spannend, weil es halt vor, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg, ja, wo ja dann böse Menschen gab, dann nochmal alle mit der Masse mitgegangen, aha, sind. Also müsste man vielleicht auch mal in dem Zusammenhang Masse Menschen lesen. Ja, sehr gut. Ja, und dann kommt ein Stück von Karl Sternheim, das war so geil, Die Hose, 1911. Und da habe ich so beim Durchlesen gedacht, das erinnert mich ein wenig an Wahlverwandtschaften von Goethe. Von Goethe, könnte auch lustig werden. Weil das ist nämlich ein bürgerliches Lustspiel. Ja, siehst du, das lustig. Und es ist der Spott gegen das deutsche Spießbürgertum. Ja. Und dieses wurde nämlich tatsächlich zeitweilig verboten, dieses das Stück. Stück. Genau, ja, das war da das. War das. Ja. Da war das nicht die Räuber, da war das das. Theobald ist nämlich mit Luise verheiratet. Die Untermieter begehren diese, aber er selbst bandelt mit der Nachbarin an. Ach, auch wieder so ein... Auch wieder so ein... Wie so ein... Getummel. So ein bisschen so New Adult halt.
finde ich total gut, den Vergleich. Danke. Gut, genau. Ja, ich habe von Karl Sternheim, der auch die Hose geschrieben hat, habe ich jetzt Bürger Schippel. Bürger Schippel. Das ist auch ein bisschen lustig, glaube ich. Okay. Weil es herrscht Verzweiflung im Gesangsquartett um Juwelier Hicketier. Der jährliche Wettbewerb steht ins Haus, aber Tenor Naumann ist tot. Die Lösung wäre Paul Schippel. Der hat Gold in der Kehle, lalala, aber er ist leider unehelich. Ah. Verdient nur 20 Mark die Woche und schläft in einer Dachkammer. Also ist so gesellschaftlich überhaupt nicht gut angesehen. für so ein Gesangsquartett. Nein, das ist ganz schlecht. Als Hicketier in den sauren Apfel beißt und Schippel die Mitgliedschaft im Quartett anbietet, avanciert der in Schande geborene Proletarier zum Bürger Schippel, weil er dem Bella-Quartett den Preispokal im Wettbewerb garantiert. Nicht einmal die Hand der flotten Schwester kann Hicketier dem Empörkömmling versagen. Der heiratet dann auch noch seine Schwester. Was? Doch die will Schippel gar nicht, weil Thekla bereits vom Landesfürsten verführt wurde. So triumphiert Paul Schippel am Ende, denn Standesbewusstsein ist besser als Sex. Wenn das mal nichts ist. Ab welcher Klasse ist das so? Jetzt. Aber hier stand dann auch noch, dass Karl Sternheim, was ja jetzt auch so in die Hose passt, selber Bürger par excellence hasste das Bürgertum. Ja. Mit bitterem Spott deckte er die Verlogenheit und die Doppelmoral seiner Gesellschaft auf. Merkt man gar nicht. Seine Stücke sind gleichsam Röntgenbilder der Mittelklasse-Gesellschaft und haben bis heute nichts von ihrer Schärfe verloren. Sehr geil. Das klingt sehr amüsant. Das hört sich wirklich amüsant an, das stimmt. Ja. Dann kommen wir jetzt auch zu einem großen Literaten aus der Zeit, Bertolt Brecht. Ja. Genau. Ich habe hier Das Leben des Galilei, habe ich nicht gelesen. Ich auch nicht. Genau, ist auch ein Schauspiel in 15 Bildern unterteilt und spielt in Italien in der Stadt Padua. Und obwohl die italienischen Handlungsorte fast mit jedem Bild wohl auch gewechselt sind, keine Ahnung. Der Handlungsspielraum umfasst die Zeit von 1609 bis 1637 im 17. Jahrhundert, einer Epoche des Umbruchs und der Erneuerung. Und in diesem Drama thematisiert Brecht die Aspekte der Wissenschaft, der Verantwortung von Wissenschaftlern und stellt sie den Aspekten der Kirche gegenüber. Ebenso werden der innere Konflikt des Menschen und auch der Konflikt mit den Obrigkeiten deutlich gemacht. Und Brecht spricht sich nicht gegen die Kirche aus, vielmehr stellt er die Kirche als Vertreter für die Obrigkeit dar. Ah, okay. Finde ich auch eine spannende Geschichte. Spannend. Ja, würde ich mir auch mal angucken. Ich auch, auf jeden Fall. Ja. Weil jetzt kommt nämlich von Brecht Mutter Courage und ihre Kinder und das habe ich gelesen und habe ich sehr gemocht. Also es ist auch wirklich ein Werk, das immer noch so in mir nachhalt. Ja, guck an. Da geht es ja um eine Chronik aus dem 30-jährigen Krieg und Brecht selber hat einmal gesagt, was eine Aufführung von Mutter Courage, was halt auch ein Theaterstück ist, hauptsächlich zeigen soll, dass die großen Geschäfte in den Kriegen nicht von den kleinen Leuten gemacht werden, dass der Krieg, der eine Fortführung der Geschäfte mit anderen Mitteln ist, die menschliche Tugenden tödlich macht, auch für ihre Besitzer, dass er darum bekämpft werden muss. Ja, also das hat er damals schon gesagt. Hatte da schon gesagt, krass. Ne? Und es geht halt um die Marketenderin Anne Vierling, die wird Mutter Courage genannt und die zieht mit ihrem Planwagen und ihren drei Kindern während des 30-jährigen Krieges halt durchs Land und sie meint, dass man am Krieg halt besser verdienen kann als am Frieden. Und die Gefahren und das Unrecht des Krieges macht sie sich nicht bewusst, ihr Geschäft kennt keine Politik. Krass. Und sie gerät unvermeidlich zwischen die Fronten und muss erleben, wie nacheinander ihre Kinder zu Opfern des Krieges werden. Und Mutter Courage lässt sich aber den Krieg nicht malig machen und sie spannt weiter unverdrossen da weiter ihren Planwagen an und zieht weiter und verdient an dem Krieg. Hammer. Ja, ja, dann gibt es auch noch ein Werk von Bertolt Brecht. Das als, also mein Bruder mag anscheinend Brecht auch ganz gerne. Ich glaube auch. Das als Oper aufgeführt worden ist, nämlich die Drei-Groschen-Oper. Mhm. Hat man schon mal gehört, ich habe es aber nicht gelesen. Genau, von 1928. Und hier geht es um die Entlarvung der korrupten Bourgeoisie, dem er sich hier widmet. Auf der einen Seite erscheint der Bettlerkönig Peachum, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, als Musterbeispiel des Geschäftemachers, für den Not und Armut nichts anderes sind als Mittel zum Zweck. Und auf der anderen Seite entpuppt sich der skrupellose Verbrecher Mackie Messer, total geil, als Prototyp sogenannter bürgerlicher Solidarität.
Solidarität, oder? Naja. Peacho mobilisiert die Bettlermassen, organisiert eine Demonstration des Elends und droht, den Königszug zu stören, falls der korrupte Polizeichef Tiger Brown sich weigern sollte, Mickey Messer zu verhaften. Also das hört sich, also man merkt bei Precht ganz viel diese gesellschaftlichen Schichten, die ungerecht da sind. Ja, absolut. Das, genau, das merkt man total. Ja. Einfach auch total gesellschaftskritisch. Absolut gesellschaftskritisch, genau. Dann kommen wir zu Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. Und das ist ja so ein Vers-Epos und das hat er tatsächlich verfasst, als er eine Reise von Paris nach Hamburg gemacht hat, okay, im Jahre 1843. Und er kritisiert in seinem Werk auf satirische Weise die politischen Verhältnisse in Deutschland, unter anderem die einschleimende Zensurpraktik und Willkürlichkeit des Staates gegenüber der Bevölkerung. Total traurig. Ich habe das gelesen anscheinend. Ich weiß da nichts mehr von. Ja gut, manches vergisst man. Also da weiß ich tatsächlich, ich wusste doch nicht mehr, dass ich das gelesen habe. Total, nee, das krass. Ist aber eigentlich einfach manchmal so. Manche Sachen vergisst man. Vergisst man dann doch. Ne? So. Genau. Wer auch noch hier reinspielt, ist der Josef Roth. Mit dem mag mein Bruder anscheinend. Den mag er auch sehr, genau. Der kommt noch ein bisschen. Mit dem Radetzky-Marsch von 1932. Genau, und hier geht es nämlich mit Leib und Seele ist der feinfühlige Offizier Karl Josef Trotter, ein Kind Österreich-Ungarns. Der Großvater, der als Soldat dem damals noch jungen Franz Josef I. das Leben rettete, ziert als Held von Solferino die Geschichtsbücher. Der Vater steht als Beamter ganz im Dienst des Kaiserreichs und während die einst mächtigen Donaumonarchie ihre schleichenden Niedergang erlebt, keimen in dem Sohn Schwermut und Schuldgefühle. Und Josef Roths kunstvoll melancholischer Roman zählt wegen seiner stilistischen Brillanz zu den Glanzstücken der europäischen Weltliteratur. Aha. Ja, ich habe von Josef Roth auch noch Hiob, Roman eines einfachen Mannes. Das geht tatsächlich um Mendelsinger. Der ist eigentlich ein ganz alltäglicher Jude, doch offenbar hat Gott Größeres mit ihm vor. Die Geburt seines schwerkranken Sohnes ist der Beginn einer Reihe von Schicksalsschlägen. Und Mendel wird quasi zum modernen Hiob, zum Erdulder der göttlichen Prüfungen. Und doch seine einst demütige Frömmigkeit wandelt sich in trotzigen, rebellischen Zorn. Die Abkehr von Gott macht ihn zum einsamen Mann, bis schließlich sein auf wundersame Weise geheilter Sohn zurückkehrt und ihn zu sich nimmt. Mit seinem Hiob schuf Josef Roth 1930 das berührende Porträt eines tiefgläubigen Mannes und einem Roman von großer poetischer Kraft. Hört sich auch super an. Kenne ich auch nicht. Tja. Kenne ich auch nicht. So, und dann kommen wir jetzt zu jemandem, der hat die Marke jetzt schon gelesen, ne? Den Thomas Mann. Aber das habe ich noch nicht gelesen. Das heißt nämlich der Zauberberg. Hat sie aber schon gekauft. Ja. Genau. Der Zauberberg, das geht ja darum, dass es da einen Hauptprotagonisten gibt. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Hans Castorp, genau. Der nämlich in ein Davoser Sanatorium sich begibt für einen kurzen Besuch. Und er bleibt tatsächlich dort 7 Jahre. Ja. Und Mann macht anscheinend, also Thomas Mann, verarbeitet in diesem Stück auch fantastische Elemente, ja, so wie ich das weiß. So. Genau. Und und betrachtet das, ich weiß auch nicht, wie das ist. Ich bin da so gespannt drauf, was du da mal sagen willst. Ich auch. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Weil das wirklich so, der kleidet da so eine fantastische Welt irgendwie ab. Das hat er in 1913, im Juli hat er das begonnen, während des Krieges. Ja. Und vor allem durch die Betrachtung eines Unpolitischen unterbrochen, konnte er den Roman 1924 erst abschließen und dann erst veröffentlichen. Also ich glaube, dass da ganz viel noch drin gesellschaftlich mit der Fantastik verarbeitet wird. Ich weiß es nicht. Bin da auch sehr gespannt, was du mal sagen wirst. Ich auch. Ja. Ist auf jeden Fall ein Klopper, wenn man überlegt, von 1913 bis 1924 dann geschrieben. Ja. Und dann haben wir auch Der Tod in Venedig von Thomas Mann. Ja. Und er hat selbst den Tod in Venedig als eine Novelle gewagten, wenn nicht unmöglichen Gegenstandes bezeichnet und bezieht sich dabei auf den plötzlichen Einbruch der Leidenschaft in das Leben eines homoerotisch veranlagten Menschen. Aha.
Der nicht mehr junge Schriftsteller Gustav Aschenbach mit den Gesichtszügen Gustav Mahlers entdeckt für sich am Lido des schwülwarmen Venedig die Gestalt des schönen Knaben Tizio, strebt in seinen Gedanken zu ihm und steigert sich in eine unerfüllbare Liebe, deren Opfer er schließlich wird. Okay. Ho, ho, ho. Hört sich auch sehr dramatisch. Ja, auf jede Fall. So, dann kommen wir zu Frank Wedekind Frühlingserwachen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch nicht gelesen. Nein. Und ich tue mich gerade auch ein bisschen schwer, das zu fassen, um was es da geht. Das spielt nämlich unter dem Novembermond auf einem Kirchhof zwischen zwei Toten, zwei Opfern der Furcht vor Schande und bei diesem erstickenden Ende bleibt es in Wedekinds Frühlingserwachen nicht. Also darum geht es nicht nur. Es erscheint wohl ein vermummter Herr, der den Melchior zum Leben verführen will. Und es gelingt ihm auch. Es ist das Leben mit all seiner abenteuerlichen Möglichkeit. Er sagt zu Melchior, du lernst mich nicht kennen, ohne dich mir anzuvertrauen. Und er zieht Melchior von den Gräbern fort. Und wenigstens dort für einen Moment erwacht Melchior zum Lebensfrühling auch, wenn es zwischen Toten und November ist. Aha, okay, also auch sowas Melancholisches. Melancholisches, wahrscheinlich Düsteres. So hört sich das für mich an. Aber habe ich auch noch nicht gelesen. Ja, dann stehen von Paul Celan Gedichte darauf. Und der hat von 1920 bis 1970 gelebt, also ist auch nur 50 Jahre alt geworden. Okay. Und er ist und bleibt wohl einer der wichtigsten Dichter deutscher Sprache nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Holocaust vor allen Dingen. Und er hat sich inspirieren lassen von vielfältigen Lektüren von Büchern und auch Tageszeitungen oder Zeitschriften, und die waren immer Ausgangspunkt für seine Gedichte, genauso wie aber auch persönliche Begegnungen und Erlebnisse und politische Ereignisse. Ah, genau, okay. Das ist halt eine so eine Gedichtssammlung. Sammlung. Ne? Ah, genau. Okay. Ja, dann habe ich, ist das noch in der Epoche ja, drin? Ja, ist noch drin. Von Karl Zuckermeier, der Hauptmann von Köpenick. Und das Köpenick. Und das kenne ich tatsächlich, also kenne ich nicht, aber ich weiß, dass da ein Film gab. Ja, mit Heinz Rühmann. Mit Heinz Rühmann. Sehr berühmt auch. Sehr berühmter Film, genau. Und da geht es auch so ein bisschen darum, dass kleiner Leute machen. Ja, es geht nämlich hier um Hochstapler den Hochstapler, genau. Es geht um den vorbestraften Schuster Vogt. Der findet nämlich ohne Pass- und Aufenthaltsgenehmigung keine Arbeit. Ja. Und in einer gekauften Hauptmannsuniform verschafft er sich Zutritt zum Rathaus, stiehlt auch noch die Stadtkasse, und da nun polizeilich gesucht wird, stellt er sich. Und das ist ja wie so ein Märchen in drei Akten, ist das aufgeführt. Ja. Und geht halt auch so um die Machtspiele der Politik, der Wirtschaft, um die Paragraphen, um Datenschutzbestimmungen. Also es war alles wohl in diesem Stück mit eingebettet, und es hat sich irgendwie auch echt gut an. Das weiß ich, dass eine damalige Freundin von mir das lesen musste in der Schule. Ich meine manchmal, aber das sind halt auch keine Bücher für Kinder, also für Jugendliche. Also, wenn ich das alles so denke, ich so, boah, das sieht echt gut an. Ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht ist man tatsächlich irgendwann auch noch zu jung. Ja, wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, kommen wir zur letzten Kategorie bzw. Epoche, nämlich die Moderne und die Postmoderne. Ihr habt es gleich geschafft. Von Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften, wird da erwähnt. Das ist ein unvollendetes Werk. Es gilt aber trotzdem als das Magnum Opus des österreichischen Schriftstellers Robert Musil. Der hat von 1880 bis 1942 gelebt. Und das ist erschienen 1930 bis 1932. Ja, und Ulrich heißt der Mann ohne Eigenschaften. Okay. Er ist Mathematiker, Philosoph und stellt sich permanent selbst in Frage. Aha. Und Ulrich steht für Robert Musils literarische Vorhaben, die Wirklichkeit als das ziellose Ergebnis einer Überfülle von Möglichkeiten zu schildern. Also, dass man nicht weiß, was man tun soll, okay, weil man kann ja so vieles tun. Aha. Völlige Überforderung. Der Held dieses Romans begegnet einem wahren Panoptikum aus Mit- und Gegenspielern, also ich denke mal ganz viele. Also Akteure der Wiener Diplomatie und des Großkapitals, Schwärmern, Revolutionären, einem Sexualmörder, einer esoterischen Salonkönigin. Meine Güte. Ja, da ist viel los. Da ist viel los in dem Mann ohne Eigenschaften. Ja, krass. Viel los. Ja.
Ja, den mochte dein Bruder wahrscheinlich auch sehr. Ja, weil den mag er auch. Da hat er nämlich auch ein zweites Werk, ja, und zwar Die Verwirrung des Zöglings Törleß. Aha. 1906 erschienen. Aha. Genau. Das war vorher. Das war vorher. Ja. Und Törleß und seine zwei Mitschüler, Reiting und Beineberg, die ertappen den jüngeren Mitschüler Basini beim Stehlen. Ja. Und die halten dies aber geheim, um ihn nämlich jetzt bestrafen und quälen zu können. Ja. Selbstjustiz. Während Beineberg und Reitings Basini hauptsächlich physisch und sexuell misshandeln und foltern, versucht Törleß auf psychischer Ebene von Basini zu lernen. Obwohl auch er Basini zu einem erotischen Lust- und Versuchsobjekt degradiert, zumindest verbal, wie einen Sklaven behandelt, widert ihn der plumpere, erpresserische Sadismus seiner Mitstreiter Reiting und Beinem zunehmend an. Trotz über die Demütigung Basinis einen gewissen Reiz auf ihn aus. Also sprich, das, was die mit ihm machen, reizt ihn auch darauf hin, irgendwas zu tun. Das ist schon krass. Mit Hilfe der psychologischen Darstellung der Pubertät der vier Schüler spiegelt der Roman modellhaft autoritäre Gesellschaftsstrukturen wider, indem er einen Zusammenhang zwischen psychischer Disposition und didaktischer Institution herstellt. Krass. Krass, ne? Die Handlung spielt vor dem Hintergrund der Ich-Findung des jungen Törleß im Spannungsfeld von Realität und Emotionalität einerseits sowie Intellektualismus und mystischer Welterfahrung andererseits. 1906. Krasikowski. Mobbing, ja, Mobbing vom Feinsten. Mobbing. Wie entsteht Mobbing? Noch ist. Was beeinflusst das und was passiert mit Mobbingopfern? Sie werden auch zum Täter. Ja, krass, oder? Schon krass. Wir Menschen, wir ändern uns nicht. Nee, das ist tatsächlich wirklich es ist echt krass. Und ich will das durchgelesen haben. Könnte auch heute noch so geschrieben werden, ne? Krass. Aber, oder? Ja. Ja, kommen wir zu Friedrich Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame. Das mussten auch einige lesen, glaube ich. Ich auch nicht. Ja, und da geht es um Claire Zachanasian. Und sie kehrt als steinreiche Frau in ihr Heimatdorf Güllen zurück, wo ihr einst das Herz gebrochen wurde und die Ehre auch geraubt wurde. Auch noch. Ja. Nun will sie sich rächen und bietet der Güllener Bevölkerung 1 Milliarde dafür, dass ihr damaliger Liebhaber für seine Vergehen mit dem Tod bestraft wird. Und ein Angebot, das die Bürger entrüstet zurückweisen. Zunächst. Ja, so dramatisch. Die New York Times schrieb, eines der anregendsten und fesselndsten aller Stücke, die seit dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden sind. Hört sich aber auch nicht. Ich habe mir mal gedacht, oh, das ist bestimmt total nervig. Der Besuch der Dame. Hört sich gleich so an. Hört sich mega an. Ja. Ja, ein Buch, was jetzt kommt, das habe ich auch in der Schule gelesen und fand ich auch richtig gut. Und der Film ist grandios, also jetzt direkt von Patrick Süskind, Das Parfüm. Das habe ich auch gelesen, ja. Aber alleine. Alleine? Alleine erwachsen. Alleine erwachsen. Ja. 1985 ist es erschienen, genau. Und hier, der Ort, um den es hier geht, ist ja Frankreich. Ich glaube sogar Paris. Ja. Denn dort wächst nämlich unter sehr dubiosen Umständen geniale wie auch abscheuliche Gestalt heran, nämlich der finstere Held Grenouille, der nämlich Düfte sammelt von Frauen. Frauen, ja. Und wie er die konserviert, das ist nicht so gut für die Frauen. Nein. Aber das ist ein richtig gutes Buch. Ich fand das richtig gut und den Film mochte ich sehr gerne. Ja, das ist schon krass. Aber es ist ein krasses Buch. Das ist schon krass. Krass. Ja. Ja, kommen wir zu dem Mann, den wir auch beide lesen wollen, nämlich George Orwell, 1984. Yes. Big Brother is watching you. Genau. Ja, George Orwells 1984 ist längst zu einer scheinbar nicht mehr erklärungsbedürftigen Metapher für totalitäre Verhältnisse geworden. Ja. Mit atemberaubender Unerbittlichkeit zeichnet der Autor das erschreckende Bild eines durch und durch totalitären Gesellschaft, die bis ins letzte Detail durchorganisierte Tyrannei einer absolut autoritären Staats. Seine düstere Vision hat einen beklemmenden Wirklichkeitsbezug, dem sich auch der Leser von heute nur schwer entziehen kann. Sehr schwer entziehen kann. Ja, das wollen wir auf jeden Fall beide lesen. Auf jeden Fall. Ja. Das steht ganz oben auf der Liste. So, dann haben wir als nächsten Autor José Saramago. Ich hoffe, ich spreche richtig aus. Das steinerne Floß, 1986 ist es erschienen. Und da geht es darum, dass in den Pyrenäen ein Riss
quer durchgeht und dass sich dadurch die Iberische Halbinsel vom Rest von Europa abtrennt und in Atlantik treibt, also auf den Atlantik hinaus treibt. Okay. Und während sich Wissenschaftler und Politiker irgendwelche Erklärungen daraus versuchen, herauszuziehen, sieht sich das Volk in seinem ungebrochenen Glauben an Mythen und Legenden bestärkt und bestätigt. Ah, okay. Genau. Einfühlend und komisch setzt sich der Nobelpreisträger mit Ängsten, Träumen seiner Landesleute auseinander. Ah, hey. Auch spannend. Spannend. Ja. Ja, dann kommen wir auch zu einem absoluten Klassiker der deutschen Literatur nochmal zurück, nämlich von Michael Ende, Momo. Ja, Momo, ein kleines, struppiges Mädchen, lebt am Rande einer Großstadt in den Ruinen eines Amphitheaters. Ja. Und sie besitzt nichts als das, was sie findet oder was man ihr schenkt. Und sie hat einfach eine außergewöhnliche Gabe. Sie hört den Menschen zu und schenkt ihnen Zeit. Doch eines Tages rückt das gespenstische Heer der grauen Herren in die Stadt ein. Sie haben es auf die kostbare Lebenszeit der Menschen abgesehen und Momo ist die einzige, die der dunklen Nacht der Zeitdiebe noch Einhalt gebieten kann. Und Michael Endes Märchenroman voller Poesie und Herzenswärme über den Zauber der Zeit. Ja. Mit Rados Bockel verfilmt. Sehr gut. Ja. Ja, da kommt auch, auch ein neueres Werk, sag ich jetzt mal, ne, von Nelson Mandela, Der lange Weg zur Freiheit. Der ist auch bei Maike eingezogen, könnte bei den Neuzugängen gucken. Ja, genau. Vom letzten Monat. Vom letzten Monat, genau. 1994 ist das erschienen und da erzählt halt Nelson Mandela seine Geschichte. Und zwar war er ja, es ist auch unfassbar, wenn man das nochmal liest, er war ja fast 3 Jahrzehnte im Gefängnis und hat aus dem Gefängnis heraus aber wirklich so eine Freiheitsbewegung organisiert. Also so dieses, es war für viele ein Sinnbild für Freiheit, gerade in der schwarzen Freiheitsbewegung. Und kaum ein anderer Politiker unserer Zeit symbolisiert in solchem Maße diese Friedenshoffnung bei Menschen. Das ist so. Und und er berichtet wahrscheinlich in diesem Buch den Weg, den er über sein Leben hat. Über sein Leben. Seine Inhaftierung. Seine Inhaftierung, was genau passiert ist, seine Lebensgeschichte, die politische Bedeutung und ja, das hört sich total spannend an. Und das muss, glaube ich, auch echt mal gelesen werden. Von so einer Größe. Ja. Dann haben wir noch von Chinua Achebe Alles zerfällt. Und zwar erschuf er mit seinem Roman die literarische Stimme Afrikas quasi. In Alles zerfällt erzählt er von den Konflikten eines archaisch lebenden Dorfes, das mit Kolonialherrschaften konfrontiert wird. Und es geht da um Verrat und um Rache, es geht um Leidenschaft, es geht um Sehnsüchte, die keine Zukunft haben. Und der Hauptprotagonist ist Onkong Wo, der sich gegen die Stammesregeln auflehnt und daran zerbricht an dem Regime der britischen Herren aus Übersee. Ja, super. Was natürlich eine afrikanische Geschichte dann ist und den Kontinent mit einnimmt. Ja. Das habe ich ja auch schon gekauft. Hast du schon gekauft? Genau. Das Rolle, das fällt von hinten auf. Von hinten auf, genau. Genau, das war die Liste von meinem Bruder. Also es ist nur seine Meinung, was er mir empfehlen würde, was er meint, was man lesen muss, in Anführungsstrichen. Die ganzen Zusammenfassungen zu den Werken, da hat er nichts mit zu tun, das haben wir uns selber rausgesucht. Wenn ihr da mit jemandem motzen wollt, dann motzt mit uns. Nicht mit ihm, weil er kann da nicht für, er hat da nichts, er hat mir nur die Titel gesagt. Den Rest habe ich jetzt mit Anja zusammen gemacht. Ja, ja. Und wir wollten euch nur so einen Einblick geben, weil es bringt ja auch nichts, haben wir gemerkt, wir haben das Video schon mal gedreht. Ja, wir haben ja schon mal angefangen zu drehen. Und wir haben gemerkt, es bringt ja nichts, wenn man gar nichts zu den Büchern sagen kann. Ja. Weil man kann ja nicht einfach eine Liste abrattern. Ja. Deswegen haben wir gedacht, sagen wir auch ein paar Sachen dazu. Aber wir kennen natürlich wirklich nicht alle Bücher. Nee. Wir wissen nicht, ob alles so genau stimmt. Genau. Aber wir freuen uns mega, dass wir das Video jetzt machen konnten. Ja. Ich habe wirklich vor, diese Liste nach und nach abzuarbeiten. Anja hat für sich auch so ein paar Sachen entdeckt, die sie interessieren. Absolut. Absolut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das war ja das Spannende daran an der Liste. Ja, genau. Das, wo man dann auch sich mit den Titeln auseinandergesetzt hat und das habe ich noch nie gehört. Dann liest man sich ja durch, so, das klingt ja krass. Und die Zeit, wo das entstanden ist, Hammer. So. Also für mich fehlen da natürlich auch Sachen, die ich auch unbedingt noch lesen will, von Jane Austen oder Tolstoi oder Dostojewski oder so. Aber das ist halt seine Liste. Ja. Da werde ich mir immer was nehmen und von meiner Liste werde ich mir auch immer was nehmen. Aber ich finde, das ist auch schon mal so ein bisschen so ein kleiner Weg, den ich vielleicht dann
mir immer mal wieder angucke und nach und nach so. Finde ich auch total gut. Zulege, sag ich mal. Und ich habe jetzt erstmal angefangen, das Feld von hinten aufzuräumen, was die Bücher betrifft. Genau. Ja. Habt ihr denn Klassiker, wo ihr sagt, die muss man gelesen haben? Die muss man im Leben gelesen genau. haben. Genau. Und die habt ihr jetzt hier nicht gefunden? Dann die hat der Deutschlehrer nicht empfohlen. Dann schreibt uns das rein in die Kommentare. Ja, dann schreibt uns gerne auch, wenn ihr eins der empfohlenen Werke von meinem Bruder kennt, was ihr dazu sagt, ob es sich lohnt, das nochmal zu lesen. Ja, genau. Und schreibt uns gerne. Ja, es war jetzt so ein bisschen Klassiker-reich. Ja, jetzt wisst ihr mal, wie das so ist. Wenn die beiden Damen. Ja. Aber ist doch gut. Ich freue mich da. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich auch nochmal, echt Klassiker zu entdecken, weil ich habe die damals im Deutschunterricht echt gerne gelesen. Ja, tatsächlich. Ja, man muss mal wieder sich ein bisschen trauen. Und es waren wirklich tolle Sachen da. Auf jeden Fall. Ja. Ja gut, ihr Lieben, dann freuen wir uns auf den Austausch mit euch und wünschen euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.